Wir sprechen heute über ein Stück Bistumsgeschichte, die Jugendfußballfahrt. Seit 1946 machen sich jedes Jahr Tausende auf den Weg. Zu Fuß nach Altötting, 90 Kilometer weit. Letztes Jahr dann die Absage wegen Corona erstmals. Und was 2021 passiert, darüber reden wir auch gleich. Wir blicken auf die Geschichte der Jugendfußballfahrt zurück mit jemand, der in dem Sinn auch schon ein Stück Bistumsgeschichte ist. Und deshalb geht er Ende Februar in den Ruhestand. Er hat in seiner Zeit die Jugendfußballfahrt mitorganisiert, mitgeleitet, mitgeprägt. Ein ganz herzliches Grüß Gott an Matthias Geier, den Geschäftsführer des Bischöflichen Jugendamtes im Bistum Passau. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Geier, wir sprechen über die Jugendfußballfahrt. Sie sind ja ewig, hört sich jetzt recht groß an, aber Sie sind einige Zeit mit dabei. 1989 war die erste. In welcher Funktion waren Sie da mit dabei und gibt es da noch Erinnerungen dran? Ja, ich war damals Jugendreferent im Jugendbüro Passau und es war selbstverständlich, ist auch jetzt so, das heißt, alle, die im bischöflichen Jugendamt arbeiten, bei den Verbänden, Referaten und so weiter, da mit beteiligt sind. Und da bin ich zusammen mit der Bildungsreferentin, der Dr. Anna Hennersberger, damals unterwegs gewesen und haben wir den Zug begleitet, haben wir angefangen, Straßen zu sichern. Das war bisher noch nicht organisiert so. Da ist der Zug einfach losgezogen und die Straßen waren dann schon irgendwie begehbar gewesen, mit Fähnchen, Absicherung und so weiter. Das hat sich alles ein bisschen entwickelt und natürlich optimiert wurde das Ganze. Begleitet wird die Jugendfußballfahrt, Saison schon ja von verschiedenen Teams. Man muss ja sagen, es geht um Sicherung der Strecke, es geht um Versorgung, die Gestaltung der Stadions, ums Gepäck, um Übernachtung und so weiter. Da passiert viel abseits der Strecke und vor allem im Hintergrund. Selber mitlaufen ist ja da gar nicht, gell? Das ist völlig ausgeschlossen. Also wir müssen vor allem mobil sein. Es kann ja sein, dass irgendein Zwischenfall ist, noch, dass man irgendwas organisieren muss, noch, dass man bleiben müssen, bis der Zug durch ist, damit die Straße dann oder der Bahnübergang abgesichert ist. Und dann müssen wir wieder vor, dass wir die nächsten Punkte ansteuern, damit wir da wieder tätig werden können. Mhm. Sie selber haben eben diese Jugendfußballfahrt mitgestaltet und geprägt. Ich nenne jetzt mal kurz ein paar Stationen. Studium der Sozialpädagogik war die Grundausbildung, sagen wir mal. Ab 88 Jugendpfleger im Jugendbüro in Passau, das haben Sie eh gerade gesagt. Dann Assistenz in der Jugendamtsleitung und seit 98 Geschäftsführer hier im Bischöflichen Jugendamt. Die Jugendfußballfahrt ist ja teilnehmermäßig dann immer ständig gewachsen. Und Sie haben ja auch die Route Passau bisher immer geleitet. Und da reden wir ja doch von über 4.500 Leuten, das ist ganz schön mächtig, kann man sagen. Gell? Also es ist ein Riesentrost, der sich da in Bewegung setzt. Das ist richtig. Wir unterscheiden uns vom Osterhofener, von der Osterhofener Route dadurch, dass im Passau einfach alle hintereinander gehen. Osterhofen muss Züge machen, eh 200 Personen. Wir haben vor allem Nebenstraßen oder eigentlich nur Nebenstraßen, wo wir das machen können. Nur kurze Strecken haben dabei, wo die Bundesstraße zum Beispiel B20 gesperrt wird. Und da ist es möglich, dann jetzt tatsächlich den ganzen Zug einfach in einem gehen zu können. Das ist ein langer Zug, schaut beeindruckend aus. Und es ist vor allem eine Riesenverantwortung. Highlight ist ja dann jedes Jahr, muss man schon sagen, einfach, wenn sich diese Routen treffen, man redet immer von der Zusammenführung der Routen und natürlich der Einzug in die Basilika, das ist dann, glaube ich, schon der Lohn, das zu sehen, diese Dankbarkeit und auch diese Emotionen, oder? Ja, das Beeindruckende ist zunächst einmal schon, wenn die beiden Züge aufeinandertreffen, wenn der Osterhofener Zug in der Neuöttinger Straße ankommt, dann gestoppt wird und der Passauer Zug aus der Prankgasse dann rauskommt und dann beide so voreinander stehen. Also so das, wie sich die begrüßen schon. Also die einen schreien schon, dass die anderen kommen und dann großes Hallo und so. Und dann führen wir eben die Züge zusammen. Dass die mischen sich dann auch, das ist uns auch wichtig, dass also da keiner der erste und der andere der zweite Zug ist, die mischen sich dann. Und dann wird unter Halleluja-Gesang, das ist jetzt mal sehr ergreifend und sehr schön, ziehen wir dann über den Kapellplatz runter zur Basilika. Es sind Tausende zum Teil, die den Weg begleiten, also Leute, die extra da hinkommen, um ihre Angehörigen abzuholen, um Freunde, Bekannte zu sehen. Und der Einzug selber ist halt einfach der Höhepunkt für die meisten, die da jetzt mit dabei sind. Man sieht es an dem, wie sie sich in die Arme fallen, wie es weinen. Manche fallen da um, weil der Kreislauf jetzt halt nicht mehr mitmacht. Wie miteinander noch dieser Einzug gesungen wird, wie es begrüßt wird von den Kapuziner, vom Jugendpfarrer oder auch vom Bischof, je nachdem, wenn er dabei ist. Also das ist eine absolut beeindruckende Sache. Das ist also der Lohn, glaube ich, für viele, das geschafft zu haben. 90 Kilometer unter die Füße genommen zu haben, ist schon eine ganz große Herausforderung.
Kurioses gab es in ihrer Zeit auch immer wieder mal. Ich habe mir zwei Stichpunkte notiert. Einmal ein Reh, das für Aufsehen gesorgt hat. Was ist da passiert? Vor einigen Jahren haben wir vor Pocking in einem kleinen Wäldchen drin, ist ein Reh aufgescheucht worden. Einfach wenn 1500, 2000 Leute da gleichzeitig da durchgehen. Und ist dann durch den Zug durchgesprungen und hat eine Frau praktisch zu Boden gerissen. Hat sie verletzt. Die ist auch dann sofort vom Sanker ins Krankenhaus gebracht worden. Aber solche Sachen können wir auch nicht verhindern. Das ist halt einfach so. Eine ganz außergewöhnliche Geschichte ist auch im Zuge von der Flüchtlingskrise passiert. Da haben die Wallfahrer sozusagen mal die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Ja, in Pocking ist ja die Bundespolizei sehr präsent, da ist an der A3. Und wir ziehen über diese A3 rüber und die sind ja, beobachten das gesamte Gebiet. Und wir 2015, dieser große Flüchtlingsstrom jetzt da bei uns angekommen ist, da haben halt die etwas nervös waren. Wir haben es sehr schnell aufklären können, aber wir haben gemerkt, hoppla, irgendwie geht da bei denen gerade was ab. Und die haben dann auch gekommen und haben sofort klären können. Also wir haben nicht aus Syrien, sondern wir sind aus Passau gekommen. Naja, 4.500 Leute, gell? Naja. Da schreckt die Polizei auf. Naja, zu dem Zeitpunkt haben sie noch nicht 4.500. Der Zug geht mit 1.500, 2.000 in Passau los und von Station zu Station werden es mehr. Ja, aber für die Polizei hat es gereicht. Also für die Polizei hat es gereicht, ja. Die hätten nicht so viele Transportmöglichkeiten gehabt, als uns irgendwo hin transportieren. Eins spielt ja auch immer eine ganz große Rolle und mit hinein, das Wetter. Und in dem Zusammenhang wird auch einmal mehr deutlich, was das Ganze bedeutet für die Organisatoren und vor allem, was da Verantwortung dahinter steckt. Das ist ja immer was, was man eben nicht kalkulieren kann. Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren haben wir in ein großes Unwetter gekommen. Das ist kurz nach Kirchham, freie Fläche. Also der Zug hat keine Chance gehabt, sich irgendwo unterzustellen oder so. Ist ein schweres Gewitter dahergekommen. Also der Wind hat dann die ganze Getreide schon alles zu Boden gedrückt gehabt. Es ist schwerer Regen gefallen und es haben da Blitze eingeschlagen. Also wir haben es direkt gesehen, ein paar hundert Meter neben dem Weg ist also an der Blitzeinschläge gewesen. Und da haben wir dann festgestellt, also wir müssen da drauf reagieren. Es kann bei diesem Zug, obwohl das sehr gut organisiert ist und das Rote Kreuz dabei ist, auch zur Versorgung und so weiter, da müssen wir einfach noch mit mehr tun und schauen, wie wir reagieren, wenn da wirklich ein Notfall ist, wenn ein Auto vielleicht den Zug reinfährt oder wenn eben so ein schweres Unwetter ist. Weil wir vor allem dann auch damit zu tun haben, gerade bei einem Unfall oder sowas, was mache ich mit den restlichen Leuten, die nachher kommen, die müssen dann diesem Unfall vorbei. Wie schütze ich die Leute, die verletzt sind und was mache ich mit den Leuten, die vielleicht jetzt auch traumatisiert sind. Und haben wir dann eine entsprechende Schulung uns gegeben, also alle Leute aus dem Bischöflichen Jugendamt, und haben jetzt halt einfach einen Notfallplan aufgestellt, wo wir genau wissen, mit der Notfallseelsorge, mit der Polizeidirektion in Straubing, wie dann zu reagieren ist. Das ist eine sehr wichtige Geschichte für uns. Ja, vor allem, dass man auf der sicheren Seite ist, auch organisatorisch. Ja. Ganz besonders sind ja jedes Jahr diese Kreuze zur Wallfahrt. Da gibt es mittlerweile jedes Jahr ein neues. Wie ist diese Geschichte entstanden? Es hat bis Anfang der 70er Jahre hat's keine Kreuze gegeben. Also da hat jeder sein eigenes Kreuz mitgenommen. Manche hat auch schwerere Kreuze zum drauftragen. Und es hat sich dann in den 70er, 80er Jahren entwickelt und ab 89, 90 gibt es dann praktisch jedes Jahr ein eigenes, eigenständiges Wallfahrerkreuz. Wir sammeln das ganze Jahr über an Kreuzvorschlägen oder Idee, wenn man irgendwo in einem Kloster ist oder irgendein Laden oder sowas und sieht da ein schönes Kreuz. Und entscheidend ist dann gemeinsam in der Gesamtorganisation, der Gesamtorga praktisch für die Jugendwallfahrt. Und dann ist in den letzten Jahren meistens mit der Behindertenwerkstatt in Freyung miteinander entwickelt worden. Sei es aus Filz, sei es aus Ton, das haben wir in Altötting zum Beispiel in der Behindertenwerkstatt machen lassen, oder sei es auch das mit irgendwelchen Projekten zum Dorn hat. In Rumänien haben wir schon ein Kreuz herstellen lassen, in Tschechien, so bestimmte Bezüge, die heute halt jetzt mit Jugendarbeit zum Dorn haben, versuchen wir da immer dann das Kreuz auch speziell zu entwickeln. Und es hat meistens auch eine Geschichte und eine Bedeutung. Das Kreuz, das wir für letztes Jahr vorgesehen hatten, ist praktisch das Meditationsbild vom Europakloster Gut Eich. Also da hat der Prior sehr viel reingelegt, also mit diesen ganzen Linien, die innen und außen verbinden. Also ist eigentlich eine komplette Meditation, das Kreuz. Das wird man 2022 verwenden, wenn es denn dann soweit ist. Und
Für heuer haben wir vorgesehen, dass wir ein Kreuz nehmen, das sogenannte Paracord-Kreuz. Gibt es bei YouTube, kann man sich das anschauen. Das ist dann mit einem langen Seil selber zu knüpfen, ist relativ einfach. Und das ist für die Aktion, die wir da in der Richtung vorhaben. Sie haben gerade gesagt, dieses Jahr ist aber auch besonders oder anders. 2020 gab es ja eine Absage wegen Corona, das erste Mal überhaupt. Und es ist auch so, dass 2021 keine Jugendfußballfahrt stattfinden wird. Wir haben letztes Jahr, 2020, schon darauf reagiert und haben versucht, soweit es möglich ist, jetzt das über Homepage und Ähnlichem, jetzt die Leute trotzdem noch ein Stück weit mitzunehmen, dass man da was mitkriegt. Aber es ist halt Lockdown gewesen und damit darf auch keiner jetzt da unterwegs sein. Für heuer haben wir gesagt, es findet nicht an einem Termin statt, sondern es gibt einen Wallfahrtszeitraum ab Ostern bis zum Christkönigssonntag. Und in diesem Zeitraum wollen wir Leute animieren, zu einem der vielen wunderschönen Marienwallfahrtsorte, die es in der Diözese gibt. Jetzt zu Wallfahren selber unter Corona-Bedingungen natürlich allein zu zweit, in kleinen Gruppen, im Familienverband, soweit das erlaubt ist natürlich, um da jetzt so ein Stück weit zumindest Wallfahrt auch noch mitzuerleben. Es gibt dazu Anleitungen dazu, es gibt Gebete, Meditationen. Man kann sich jetzt über eine App auch den Weg runterladen, wie ein Stück auf dem Wallfahrtsweg. Ich kann das über die App, über Web-App dann machen. Und dann schauen wir mal und wir hoffen, dass natürlich sehr viele Leute dieses Angebot wahrnehmen. Sehr schön. Und da haben wir ein Buch dazu, habe ich ausfindig gemacht über unser Archiv. Da haben da 200 verschiedene Marienwallfahrtskircherl und Kapellchen und Ähnlichem drin. Ich war ganz erstaunt, wie ich so geschaut habe, wie viel Material das da gibt. Also es gibt eine schöne Alternative, ja. Und das Ganze heißt getrennt unterwegs, aber in Maria vereint. Das hört sich toll an. Darüber sprechen wir noch ein anderes Mal ganz ausführlich, wenn es dann soweit ist. Die Jugendfußballfahrt im Bistum Passau im Rückblick mit einem, der sie über all die Jahre begleitet, geleitet, organisiert und vor allem mitgeprägt hat. Matthias Geier, Leiter des Bischöflichen Jugendamtes im Bistum Passau. Ein ganz herzliches Dankeschön für das Gespräch und Ihnen vor allem weiterhin alles Gute und bleiben Sie der Jugendfußballfahrt treu. Dankeschön.